Ein herzliches Hallo, meine Freunde. Ich weiß, tausende von Menschen haben darauf gewartet, was das nächste Spiel ist. Und es ist tatsächlich Bernd das Brot und die Unmöglichen. Das hat jetzt nur einen Grund, warum ich das spiele, weil ich ein Riesenfan von Bernd das Brot bin. Das klingt jetzt vielleicht blöd in meinem Alter, aber ich bin wirklich ein Riesenfan von Bernd das Brot. Also, ja. Ich bin... Ach, Mist. Ach, ich liebe es jetzt schon. Ich freue mich einfach drauf. Das kitzelt. Okay. Okay, da kommt... Ja, ich, weiß gar nicht... Spannend, was wir in Erfahrung bringen. Ich weiß gar nicht, was ich da noch dazu sagen soll. Es ist ein Point-and-Click-Adventure. Da muss ich aber die Leute vorwarnen, das ist jetzt seit langer, langer Zeit, seit Monkey Island, wieder das erste Point-and-Click-Adventure, das ich spiele. Deswegen verzeiht's mir, wenn ich jetzt in dem Medium nicht mehr so drin bin, wie man drin sein kann. Aber ich würde sagen, wir fangen mal an. Mist. Nein, ich freue mich wirklich drauf. Ich bin großer Fan von Bernd das Brot und von Tommy Krapweis, der ja einer der Köpfe hinter Bernd das Brot ist. Und Tommy Krapweis dürfte euch doch ein Begriff sein, wenn ihr High Five guckt oder Let's Play Together oder ja... Nein, aber muss man auch mal sagen, das ist einer der Menschen, der wenigen Menschen heutzutage noch, die man sieht und weiß, dass sie einfach übersympathisch sind. Und alleine schon deswegen habe ich mir das Spiel wirklich gekauft, weil ich einfach finde, so etwas gehört mehr unterstützt. Und wenn das Spiel nur einen Bruchteil des Humors von der Serie Bernd das Brot hat oder von der Sendung Bernd das Brot, dann werdet ihr mich hier wieder zum kleinen Kind werden sehen. Oder hören, besser gesagt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir einfach mal an. Wenn ich denn... Wenn ich denn hier den Knopf finde für ein neues Spiel. Ah, hier, okay. Na dann, starten wir! Ich freue mich. Hä? Wo bin ich? Warum bin ich hier? Und wer bin ich? Keine Ahnung, oder... Ich nehme jetzt einfach mal Oder. Das Oder ist der Kern unserer heutigen Gesellschaft. Bin ich dumm oder nur dämlich? Bin ich Social Web oder Point-and-Click-Adventure? Eloquent oder rede ich gerade absoluten Käse? Will ich wissen, was ich hier mache? Oder will ich einfach nur dieses wunderschöne, gleichmäßige und langweilige Weiß anstarren? Ja, trotzdem habe ich keine Ahnung, wie ich hierher gekommen bin. Eigentlich ganz nett hier. Schön langweilig. Bernd? Wer bist du? Der Schöpfer. Dann würde ich mich gerne beschweren. Wegen den kurzen Armen. Wir sind die Entwickler des Spiels. Ihr seid zu mehreren? Und dann habt ihr nur ein deprimiertes Kastenbrot in einem weißen Raum hingekriegt? Ja, und du bist bewusstlos. Ich bin... Genau. Deshalb bist du in diesem weißen Raum. Aber weshalb bin ich bewusstlos? Tja, das gilt es herauszufinden. Viel Spaß. Hey, wartet mal. Wie soll ich... Hä? Was ist das? ganz ehrlich, ich, ich liebe das Spiel jetzt schon. Das bin ich. Aber wer bin ich? Ich liebe das Spiel jetzt schon. Und wenn jetzt die Sequenz kommt mit dem weißen Raum, wo er andauernd hier nach rechts rennt und links wieder rauskommt und das andauernd wieder, dann feiere ich jetzt schon. Und jetzt klicken wir mal auf das Foto vom Schaf. Ich erinnere mich an dieses verrückte Schaf. Es heißt Chili. Aber da war noch jemand. Briegel! Ach, Entschuldigung Leute, aber ich bin da wirklich ein kleiner Fanboy von. Mist. Richtig. Der verrückte Busch namens Briegel. Aber was verbindet mich mit dem Schaf und dem Busch?
Mist. Mist. Ein Erinnerungsfotoalbum. Ohne Fotos. Sinnvoll. Vielleicht sollte ich mal Fotos einkleben. Könnte man mal machen, ne? Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Hallo? Spieler? Jemand zu Hause? Das kann nicht funktionieren. Ach ja, ich... Das funktioniert so nicht. Und das hätte ich dir auch vorher sagen. Ach toll. Ich erinnere mich. Wir wohnen zusammen. Ja. Das Schaf. Macht gerne Stunts. Was nicht heißt, dass es gut darin ist. Und der Busch erfindet gerne Sachen. Und seine Erfindungen explodieren gerne. Und ich frage mich gerade, ob ich gerne mit ihnen zusammen wohne. Ach, herrlich. Aber warum mache ich das bloß alles mit euch beiden Verrückten? Weil wir Freunde sind, Berndi. Was ist das? Emotionaler Kitschig-Nampf? Emotionaler Kitschig-Nampf. Ich soll diesen emotionalen Kitschig-Nampf nehmen? Kommt gar nicht in Frage. Bernd? Ihr schon wieder? Nimm mal die Herzen. Warum sollte ich das tun? Weil wir dich zwingen können. Was? Mist. Bernd, zieh mal das Symbol auf deine Freunde. Niemals. Die beiden sind absolute Nervensägen. Und das ist noch geschmeichelt. Spieler? Du, vor dem Monitor. Zieh doch mal das Symbol auf einen von Bernds Freunden. Freunden? Ach, herrlich. Habe ich jetzt... Achso, dann geben wir es mal... Schaf, Busch. Ich werde gezwungen, euch eine positive Emotion entgegenzubringen. Das ist wirklich bekloppt. Genauso bekloppt wie die Idee mit den Superhelden. Die Erinnerung kommt zurück. Und es ist keine schöne Erinnerung. Das Schaf und der Busch hatten die ach so lustige Idee, Superhelden zu spielen und Verbrechen zu bekämpfen. Mist. Immer wenn das Verbrechen in der Stadt wütet, schlägt das Crime Detector Spotlight 3000 Alarm und ruft Chief Majors, Nahkampf als Fassadenakrobatin und schlau wie ein Schaf. Eigentlich Chili das Schaf, aber das darf keiner wissen. Dr. Bumblebee Butch, Mastermind, Technikgenie und selbsternannter Alien-Botschafter. Eigentlich Briegel der Busch, aber das ist streng geheim. Der kastige Koloss, kastig, kolossig, brotig. Eigentlich Bernd das Brot, aber den erkennt ja sowieso keiner. Zusammen sind sie die Unmöglichen. Was für eine irrwitzige Idee. Und ich wurde gegen meinen Willen gezwungen mitzumachen. Wie ich immer. Ich freue mich extrem drauf. Das und los geht's. Schaf, pass auf! Die Laterne! Ja! Da geht's auch schon los. Da hängt ein Polizist im Baum. 3, 2, 1! Immer wenn das Verbrechen zuschlägt, schlagen wir zurück! Oder fahren gegen eine Laterne. Hurra! Warum sind wir eigentlich hier? Wir müssen ein Verbrechen lösen! Was für ein Verbrechen? Das musst du rausfinden, Bernd. Du bist der... Entschuldigung. Versuch schon mal, Verbrecher. Jetzt habe ich ihn weggedrückt. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte nur, dass Bernd hier ein bisschen schon rumtapselt. Tut mir leid, Briegel. Wolltest du noch was sagen? Nur ein bisschen Lack und er ist wieder wie neu. Wenn man das auch von dir behaupten könnte, Busch. Dr. Bumblebee, wenn ich bitten darf. Bumblebee. Ja, ich heiße euch jetzt nochmal herzlich willkommen zum neuen Let's Play, auf das ich mich freue. Da kann jetzt der eine oder andere sagen, ich bin Riesenfan, alleine schon wegen hier den ganzen Kuhfladen. Ich hoffe Kuhfladen in der Wiese. Oder die Würstchen, die hier auf der Wiese wachsen. Das ist nämlich ein Würstchenfeld. Crime Detector 3000, okay, super. Wegweiser, WC, Polizist.
Okay. Kaugummi-Bampf. Ich freue mich extrem. Ich hoffe, ihr seid mit dabei bei diesem Let's Play, bei diesem Point-and-Click-Adventure. Und, ja, ich würde sagen, wir legen jetzt hier einfach mal los. Und lassen Bernd mal in den Kaugummi. Mist. Oh, Kaugummi. Schmeckt fad im Mund, klebt dafür gut am Schuh. Mist. Mist. Ja, und hier sehen wir schon eine Elsterfeder, die nehmen wir eine mal Feder auf. Und was ist? Vielleicht ergibt sich mal die Gelegenheit, Indianer zu spielen. Was haben wir hier? Eine Antenne. Okay, die Antenne dürfte des auch Bernd-Mobils. Bernd-Mobil. Ein Schild. Ach, Hundehaufen sind das. Jetzt sehe ich es erst. Achso. Das Schild macht Hundebesitzer darauf aufmerksam, dass ihre Lieblinge nicht auf den Rasen machen sollen. Ja, funktioniert auch. Hundebesitzer, es ist aber eher ein nicht ernst gemeinter Vorschlag. Funktioniert auch eindeutig reibungslos. Reden wir mal mit das Chili. Das ist ein verrücktes Schaf. Sie nennt sich meine Freundin. Hilfe? So, was haben wir jetzt? Eine Feder, eine Antenne und ein Kaugummi. Okay, was haben wir hier? Ein Sockel. Das ist ein Sockel für überteuerte Stadtparkkunst. Jetzt leer. Verstehe ich auch. Das ist das Leuchtding vom verrückten Busch. Ich mag es nicht. Frage. Wie kommt ein Polizist in einen Baum? Antwort. Keine Ahnung. Aber das hat bestimmt wieder was mit uns zu tun. Und er wird sehr sauer sein. Wie immer. Gibt's noch irgendwas? Warum ist denn Wachtmeister Budimtschitsch da oben? Ich glaube, das war der Verteidigungsmechanismus unseres Krein-Detektor 3000. Der mag es nicht, wenn man ihn davon abhalten will, uns zu rufen. Ja, denn wer will denn schon keine Hilfe von verkleideten Irren, deren einzige Kompetenz ein sehr alberner Spruch ist? Genau! Immer wenn das Verbrechen zuschlägt, schlagen wir zurück. Gut. Fall gelöst. Können wir jetzt heim? Dieses alberne Kostüm juckt, riecht nach Banane und ist nicht sehr atmungsaktiv. Also ein Bananenbrot. Ja, und jetzt in den ersten Minuten merke ich schon richtig das Feeling von Bernd das Brot. Und wie gesagt, ich bin ein Riesenfan und ich glaube, das wird noch witzig. Es ist auch Fabian Siegesmund hier als Sprecher drin unter anderem. Den sehen wir später noch. Fabian Siegesmund dürfte man kennen von dem Kanal Battle Bros oder früher von der GameStar oder früher von High Five oder früher von Militär. Keine Ahnung. Naja, wir machen jetzt mal weiter. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich tun soll. Der hat mich... Warum ist... Okay. Der mag... Ja, nehmen wir mal das hier. Ah ja. Ein Wegweiser für Gassigier. Rechts geht's zum Herrchenklo und links auf der Wiese das Hundchen. Igitt. Sind das zwei verschiedene? Nee. Ich schau mal, ob ich da was kombinieren kann. Eine Antenne mit klebrigem Ende. Okay. Kann ich die Feder durch auch... Durch Kombination entstandenes albernes Werkzeug. Ich nenne dich Kitzelstab. Okay. Kitzeln wir ihm mal. Das ist albern. Könnte aber funktionieren. Kille, kille, kille. Kille, kille. Bravo! Chili-Schaf! Wie sie fast die gesamte Wucht mit ihrem Kopf abgefangen haben. Respekt. Könnte mir jemand das Band aus dem Mund nehmen? Danke. Bitte. Dann können wir ja jetzt gehen. Nicht bevor wir das Verbrechen gelöst haben. Herr Wachtmeister, was ist hier passiert? Eigentlich ist das ein Polizeigeheimnis. Es kann an dem Sturz auf dem Kopf liegen, aber ich erzähl's mal. Auf diesem Sockel da unten stand bis gestern noch die Statue des erkälteten und skatspielenden Jacks, ein Geschenk unserer Partnerstadt Ulan-Graboink in der äußeren Langolei. Das, wo morgen der große Staatsbesuch des langolischen Präsidenten Gindis Göhm ins Haus steht. Ein Punkt auf dem diplomatischen Protokoll ist die feierliche Bewerfung des erkälteten und skatspielenden Jacks mit Kamilleteebeuteln. Und wenn die Statue bis morgen Mittag nicht wieder da ist, fürchtet unser Bürgermeister um die internationalen Beziehungen und den Jack-Joghurt-Handel. Wie kann so eine schwere Statue einfach so unbemerkt aus dem Stadtpark verschwinden? Ja. Ich muss Zeugen suchen. Dabei bin ich so müde.
Gute Nacht. Bernie, du suchst die Zeugen, ich laufe durch den Park und mach Jack-Grundslaute, um es anzulocken. Das Jack ist aus Bronze. Gutes Zeugen suchen, Bernd. Ich suche Außerirdische. Da haben wir ja tatenkräftige Unterstützung von Briegel und vom Schaf und von Chili. Das freut mich sehr. Den Ast können wir vielleicht wieder mein mitnehmen. Ast war vorher an dem Baum. Und daran war ein Polizist. Jetzt nicht mehr. Mist. Kann man danach irgendwas machen? Wenn ich jetzt philosophisch wäre, würde das jetzt länger dauern. So aber nur ein Brot mit so kurzen Armen. Mist. Das Gesetz schläft nie. Herr Budimcic, jetzt schon. Eine Laterne. Sie macht Licht im Dunkeln. Toll. Ja, ich hoffe auch, muss ich auch dazu sagen, dass die Soundeinstellungen halbwegs passen, sonst werden die in den nächsten Parts natürlich noch nachjustiert. Aber mein anderes Headset ist leider kaputt geworden. Jetzt habe ich so ziemlich die unbequemsten und schmerzhaftesten Kopfhörer auf, die es gibt. Aber das mache ich alles für euch natürlich. Nee, weil ich natürlich Lust auf das Spiel habe. Man kann es jetzt echt kaum glauben, aber ich habe mich extrem drauf gefreut. Es fährt nicht mehr, ich will es nicht. Hundehaufen werden wir wohl keinen einsammeln, dann Das ist das Leuchtdings. Ich kenne wir auch schon, dann würde ich mal sagen, wir gehen hier rüber. Und ich bin echt gespannt, was da noch alles kommt. So. Das. Und wo soll ich hier einen Zeugen finden? Ja. Oh Mann. Hier hinten ist auf jeden Fall eine Schaufel. Plätscher, plätscher. Da liegt was im Brunnen. Die Schrecken der christlichen Seefahrt. Skulptur gestiftet von Kapitän A.D. Hans Hassewasser. Hassewasser. Wenn ich jetzt philosophisch wäre, würde das... Okay, das kennen wir jetzt auch schon. Mülleimer, schauen wir mal hier hin. Ob ich mir diesen Mülleimer genauer ansehen will? Nein, sicher nicht. Sieh da hinten. Hier haben wir noch eine Kinderschaufel. Ich weiß auch nicht bei den ganzen Hundehaufen, ob ich die nehmen will. Eine okay, will ich. Mit der sich viele Kleinkinder eins über die Rübe gezogen haben. Vielleicht kann ich sie auch mal gebrauchen. Okay, dann haben wir jetzt eine vollgekotete Schaufel und eine Bank, die auch nicht gerade besser aussieht. Wenn ich mich da drauf setze, kommt wieder dieses nervige Schaf und will mich motivieren, den Fall zu lösen. Ist es eine Statue oder lebt es schon? Vielleicht hat es was Hilfreiches gesehen. Es lebt auf jeden Fall, man sieht die Augen bewegen. Hier ist überhaupt alles voll Hallo, Herr Stadtpark-Pantomime. Ein Verbrechen oder sowas Ähnliches wurde begangen. Haben Sie etwas gesehen? War ja klar. Er will Kleingeld, bevor er was sagt. Ich hasse Kleinkünstler. Ein netter Vertreter mobiler städtischer Sanitäranlagen. Hier hinten glänzt irgendwas. Dass es das noch gibt. Glitzert da nicht was im Münzschlitz? Ganz genau, das dachte ich ja eigentlich auch. Ich bin ja so klug, Kai Luca. Ha! Das wäre zu einfach, oder? Hey, es ist so einfach. Na Gott sei Dank ist das nicht weitergerollt. Und hier sind auch Fußabdrücke. Schnell, bevor Chili jetzt hier... Ach komm, Bernd, du bist zu langsam. Cool, Kleingeld. Lieber Wunschbrunnen, ich wünsche mir einen Grund zu fohnen. Dann kann ich das Jack besser anlocken. Schaf, was tust du da? Erstens, das Jack ist aus Bronze. Und zweitens ist das kein Wunschbrunnen. Oh. Jetzt schon! Au, au, au. Oh, schade. Das lockt nur Wikinger an. Muss ich halt weiterrufen. Mist. Das ist lock. Die Münze aus dem Brunnen wieder raus. Wikinger an. Springbrunnen. Wir haben jetzt eine Schaufel, aber das... Ich wünschte, ich wäre auch schon AD. Außer Dienst. Plätscher, das kann halt schon. Was ist hier hinten? Ist nix mehr. Hier ist ein Spielplatz. Was haben wir denn hier? Ach so, wir haben hier...
Emotion Begeisterung. Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Für einen elenden Pantomimen würde ich wirklich nur dann Begeisterung aufbringen, wenn man mich zwingen würde. Ja, das mache ich ja jetzt gerade. Für einen elenden Okay. Lalalala, was ist denn das Absperrband? Ein Ast, vielleicht kann ich es mit einem Ast rausholen. Spiel. ein Grund zu wohnen. Das funktioniert so nicht. Na, ich will's ja auch das nicht. Das hätte ich dir auch vorher sagen können. Ich will's ja nicht kombinieren. Das geht nicht. Punkt. Ich will ja das Grund zu wohnen, dass du machst. Das hast du nicht gerade wirklich versucht. Doch, hab mir gedacht, ich versuch's mal. Das funktioniert so. Okay. Dann schauen wir uns mal zur Jagdstatue hier ist, aber hier ist noch das eine Lampe, hast du nicht aber. Nee. Hab ich nicht. Mülleimer, hier ist die Telefonzelle, aber hier dürfte jetzt nichts mehr drin sein, schätze ich jetzt mal. Das wäre dann wirklich später zu einfach. Vielleicht. Schauen wir mal zum Spielplatz. Vielleicht finden wir da noch irgendwas. Womit das Brot mit zu kurzen Armen. Das sieht ja creepy aus. Ich bin Atlas. Mitten in der Nacht verkleidet auf einem Spielplatz. Das könnte vielleicht ein bisschen seltsam wirken, ja, aber naja. Kann ich da mit der Schaufel irgendwas umbuddeln? Wer sucht, der findet. Heißt es ja so schön. Oh. Ich bin etwas enttäuscht. Das kann doch nicht alles sein. Einen alten Stiefel. Okay, soll ich nochmal versuchen? Ich schaue jetzt mal, ob ich noch was finde. Was Kinder nicht alles so vergraben. Ich glaube, das war es jetzt. Magnet. Alles klar, das könnte schon mal hilfreich sein. Bernd, bleib hier! Ein Vogelnest. Okay. Warum steht eine Statue der griechischen mythologischen Figur Atlas auf einem Kinderspielplatz? Jedenfalls scheint die Weltkugel etwas lose zu sein. Okay. Der Globus auf Atlas Schulter scheint zu wackeln. Ein Zeichen für die Fragilität der Welt? Womöglich ein Symbol für überforderte Eltern? Vielleicht aber auch nur ein Zeichen für die Dummheit der Kinderüberforderer. Ich sage nur Leistungskindergarten. Mandarin in der ersten Klasse, Kurvendiskussion in der zweiten, Aktienkonto in der dritten. Warum steht eine Statue mythologischen, jedenfalls eine Wippe, ist in der Bodenverankerung lose? Ist eigentlich hier alles lose? Ein armer, verirrter Drache. Nein, aber er lächelt noch. Eine Kinderschaukel. Irks. Da wird doch jedem schlecht drauf. Naja, wenn der Spielplatz irgendwie so aussieht, und dann kaputt, dann ja. Hier ist wieder eine Lampe. Aber jetzt haben wir eine Laterne. Sie macht Licht. Habe ich so etwas nicht schon mal gesehen? Jetzt haben wir einen Magneten, den könnten wir doch eigentlich. Haben wir irgendwie eine Schnur? Das kann ich hier das nicht dran. Geht. Kann ich den. Hallo? Ja, ich wollte es ja nur mal versuchen. Hätte ja sein können. Ah, hier ist die Drachenschnur, ja, die könnten wir brauchen. Hat die Schnur losgelassen und hätte es nicht tun sollen. Ob ich mir eine Runde Drachenfliegen gönne? Lieber nicht. Ich will ja nicht das erste Icarus-Brot werden. Icarus. Ja, irgendwer hat die Schnur losgelassen. Okay, ich glaube ja, wir brauchen hier die Schnur oder so irgendwas, damit wir uns hier eine provisorische Magnetangel machen können. Die Schuhbänder das wird er da nicht rausnehmen können, nee. Lalalala. Was könnte denn hier noch... Hier geht es ja nicht mehr weiter. Schaukel. Kann ich denn hier das irgendwie... Das hast du nicht gerade wirklich versucht. Na, ich dachte, er kann das da reinspreizen und dann die Kugel loslösen. Ich weiß zwar nicht, für was wir die brauchen könnten, aber hätte ja sein können. Hallo? Ja, ich wollte es nicht kombinieren. Ich vergesse immer, dass ich da... kann der irgendwas damit anfangen? Das funktioniert so nicht. Alles klärchen. Zum Springbrunnen. Vielleicht kann ich ja nur mit dem Magneten die Münze da rausholen. Das kann ja auch sein, dass ich da gar keine Angel basteln muss.
Chili läuft immer noch da hinten rum. Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Doch. Eigentlich schon. Hallo? Ja, ist okay. Für was könnten wir den Stiefel gebrauchen? Das funktioniert. Ich weiß, aber... Ja, das erste Rätsel, wo ich anstehe. Nein, aber in der nächsten Folge geht es dann weiter. Ich hoffe, es gefällt euch und ich bin jetzt schon mal sehr begeistert. Und wie es dann weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ciao, Leute. Danke fürs Zusehen.